Thema hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Break-Even-Point und wie du den Break-Even-Point ermittelst und vor allen Dingen, wie du auf Grundlage des Break-Even-Points dir dann in deinem Network-Marketing-Geschäft eine monatliche oder eine jährliche Zielplanung erstellen kannst oder an der du dich dann orientieren kannst und genau weißt oder beziehungsweise für dich ableiten kannst, was du dafür dann tun musst, um profitabel zu arbeiten. Lass uns loslegen. Zunächst mal hoffe ich natürlich, dass das Video dir auf jeden Fall weiterhilft, aber lass uns auch als allererstes mal kurz drauf gucken, was der Break-Even-Point ist. Der Break-Even-Point ist, wenn wir das an so einer Skala hier festmachen, ja, und sagen, okay, hier werden wir bei Null. Das heißt, die Einnahmen und die Ausgaben wären deckungsgleich, ja, dann wären wir bei Null. Wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, dann sind wir im Plus. Und wenn die Einnahmen kleiner sind als die Ausgaben, dann sind wir im Minus. Und der Break-Even-Point ist im Prinzip jetzt nichts anderes wie diese Gewinnschwelle hier, beziehungsweise dieser Punkt, an dem wir vom Minus ins Plus übergehen. So, und diesen Punkt, den können wir als Anhaltspunkt nehmen, um im ersten Step mal zu ermitteln, Mensch, was musst du denn überhaupt monatlich quasi an Umsatz, an Provisionen erzielen, damit du, null auf null aus der Sache raus bist und dann darüber hinaus, was musst du dann natürlich machen, damit du profitabel arbeitest, ja? So, und leider sehe ich immer noch viele Networker, die gänzlich ohne monatliche Zielplanung oder ohne jährliche Zielplanung durchs Leben gehen. Das kann man natürlich machen, ist aber natürlich ein Stückchen grob fahrlässig, weil man ja nie genau weiß, was eigentlich tagtäglich zu tun ist. Ja, so, und zunächst mal, um diesen Break-Even-Point zu ermitteln, musst du für dich eine kleine Analyse machen. Du musst einfach mal deine kompletten Kosten durchgehen, einfach mal schauen, Mensch, was für Ausgaben habe ich denn eigentlich? Und diese Ausgaben, da würde ich dir empfehlen, nimm die privaten und die geschäftlichen genauso dazu, ja, weil du kannst natürlich das einmal machen fürs Geschäft, du kannst es auch getrennt fürs Private machen, aber da ja die meisten Networker quasi das für sich selbst, das Geschäft für sich selbst einfach auch aufbauen, ja, musst du jetzt hier das nicht verkomplizieren, sondern nimm einfach die privaten und die geschäftlichen Kosten, so dass du für dich sagen kannst, okay, das ist der Punkt, den ich auch erreichen muss. Und dann teile diese Ausgaben, ja, diese Ausgabenposten, teile die dann ein in Fixkosten und variable Kosten. Fixkosten ist also alles, was jeden Monat oder jährlich oder vierteljährlich, wie auch immer du die Zahlweisen dann hast, was immer wieder und wieder kommt, auch immer in der gleichen Höhe, ja, und das solltest du einfach dann unter den Posten Fixkosten einfach mal ablegen für dich. Das machst du alles einmal und da musst du es immer nur noch aktualisieren, wenn Änderungen da sind, ja, und dann kannst du das Ganze relativ schnell für dich jeden Monat auch zu deiner Zielplanung wieder herausziehen. So, zu den Fixkosten gehören dann zum Beispiel, das können sein betriebliche Versicherungen, wichtige Versicherungen, auf die du nicht verzichten kannst, Marketingkosten, monatliche Produktbestellungen, Autoship, deine Telefonkosten, Büromiete, Leasing, Finanzierungsraten, deine Krankenversicherung, die Altersvorsorge. Das kann aber auch Personalkosten sein, also die Kosten, die anfallen, wo du dir die Arbeitskraft anderer dann quasi einkaufst, zum Beispiel Steuerberater oder wenn du mit Freelancern arbeitest, die dann zum Beispiel an deinen Webseiten gewisse Änderungen vornehmen etc. Ja, und dann auf der anderen Seite haben wir noch die variablen Kosten und diese variablen Kosten, die solltest du ebenfalls immer ermitteln. Wenn du das gemacht hast, dann hast du auch hier immer so einen Durchschnitt für dich. Die heißen deshalb variablen Kosten, weil sie, wie gesagt, jetzt keine feste Höhe haben, sondern die können halt variieren. Das können zum Beispiel Reisekosten sein, wie Bahntickets, Flugtickets, Bustickets, wenn du zu Veranstaltungen fliegst oder fährst oder wenn du Veranstaltungen machst, ja, und vor Ort dann quasi dir ein Auto mietest, um flexibel zu sein, von A nach B zu kommen. Das können Porto- und Versandkosten sein. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, den viele in ihrer Berechnung nicht drin haben, das ist das Thema Zeit, ja. Du musst auch wissen, wie hoch ist denn dein Zeiteinsatz, ja, und was ist denn deine Arbeitsstunde dann auch wert, ja, weil dann kannst du zum einen genauer einschätzen, wie profitabel dein Geschäft tatsächlich ist. Das macht natürlich einen kompletten Unterschied, ob du 5.000 Euro verdienst im Monat mit 4 oder 5 Stunden Arbeit im Monat
oder ob du 10.000 Euro verdienst mit 120 Stunden Arbeit im Monat. Ja, das kann dann durchaus sein, dass in dem Fall wärst du mit 5.000 Euro monatlich mit 10 Stunden Zeitaufwand deutlich profitabler wie mit 10.000 Euro im Monat und 120 Stunden Arbeitseinsatz. Ja, also jetzt ein übertriebenes Beispiel einfach so, damit du sehen kannst, wie wichtig dieser Zeitfaktor ist, ja. So, und gerade wenn du jetzt am Beginn bist und gerade anfängst zu starten, dann hast du ja noch nicht diesen Wert, ja. Das heißt, dann kannst du für dich einfach dein Zieleinkommen nehmen und kannst dann, dann dir überlegen, wie viele Stunden möchtest du denn pro Tag arbeiten, wie viele Arbeitstage im Jahr und das dann zugrunde legen. Wenn du Alternative 2, du bist bereits im Network-Marketing tätig und hast ein gewisses Einkommen im Jahr und du weißt, wie viele Stunden du dafür aktiv warst, ja, dann kannst du das ebenfalls berechnen, ja. So, und das lohnt sich, das auf jeden Fall zu machen. Du siehst hier oben, ich habe hier schon mal 62,50 festgelegt, der Stundenwert. Das ist aus dem Beispiel von einem Blogartikel, den ich dir unterhalb des Videos verlinke. Da kannst du dir das alles nochmal in Ruhe dann auch anschauen und nachvollziehen, ja. Das heißt, jetzt nehmen wir einfach mal an, du möchtest oder du verdienst bereits 150.000 Euro im Jahr und du hast jetzt, und du machst das an 300 Tagen im Jahr, den Rest davon Urlaub, krank, wie auch immer, und machst es Vollzeit, 8 Stunden pro Tag an 5 Tagen die Woche. So, bei 300 Arbeitstagen mit 8 Stunden, dann bist du bei 2.400 Stunden, ja, die du investierst. So, und wenn du jetzt diese 150.000 durch die 2.400 teilst, dann kommst du auf diese 62,50 pro Stunde. So, und jetzt musst du für dich einfach nur ermitteln, wie viele Stunden arbeitest du im Monat, und dann weißt du, was du zu deinen variablen Kosten hinzufügen kannst. Hier ist aber wichtig, bitte sei da ehrlich zu dir, so Dinge wie Logo erstellen, Visitenkarten drucken, das ist natürlich keine Zeit, die du da hinzurechnen solltest. Die Zeit solltest du sowieso nicht nutzen, da solltest du das lieber jemand anders machen lassen, oder wie gesagt, darfst du es einfach nicht mit dazu rechnen, weil das nicht die Stunden sind, die dann auch tatsächlich die dazu beitragen, dass du dieses Einkommen hier erzielst, ja, sondern solltest hier wirklich auch nur das tatsächlich machen, was auch wirklich der Arbeitseinsatz dann tatsächlich auch ist, ja. Also du kannst natürlich viel beschäftigt sein und wenig produktiv, ja, aber du solltest einfach für dich festlegen, dass du nur noch Zeit einsetzt, indem du produktive Dinge tust und Aktivitäten tust, die auch tatsächlich neue Kunden, neue Vertriebspartner bringen. So, und wie kannst du jetzt daraus deine Zielplanung machen? Dazu musst du dann einfach hergehen und musst dir ein paar Größen erstellen, ja, dass du die für dich hast. Da musst du ein bisschen Statistik führen oder einfach auch mal deine Upline fragen. Du hast einmal die Fixkosten, nehmen wir jetzt als Beispiel einfach auch das vom Blog, die 3.000 Euro, und du hast deine variablen Kosten, nehmen wir jetzt auch der Einfachheit halber 3.000 Euro. So, und dann kommst du ja auf Gesamtkosten, also fixe Kosten, variable Kosten von 6.000 Euro. So, und diese 6.000 Euro, das ist jetzt quasi so der Break-Even-Point, ja. Also, wenn du drunter bist, bist du im Minus, bist du drüber im Plus, hast du genau 6.000 Euro Einnahmen, dann bist du bei einer schwarzen Null. So, und jetzt musst du für dich drei Dinge erörtern beziehungsweise herausfinden. Erstens, du solltest wissen, was verdienst du pro Neukunde. Ja, nehmen wir als Beispiel mal 150 Euro einfach an. Mal angenommen, du gewinnst heute Neukunden, dann kriegst du 150 Euro Provision. Dann solltest du, das mache ich auch sehr gerne, ja, dass ich mir ausrechne, Mensch, wie viel verdiene ich denn pro Kunde in meinem Kundenstamm? Ja, also Verdienst pro Kunde, machen wir hier so Kundenstamm. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. So, und wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir auch hier eine Zahl, einfach fiktiv 10 Euro. Das heißt, egal ob du jetzt einen inaktiven Kunden in deinem Kundenstamm oder einen aktiven Kunden hast, also ein inaktiver Kunde ist, der zum Beispiel nichts mehr nachbestellt, ja, machst dir das so einfach wie möglich. Ich nehme dann immer den kompletten Bestand und schau, was kommt an Provision durch den Kundenbestand. So, und dann hast du dann eben Werten. Jetzt nehmen wir hier einfach mal 10 Euro
Und das Gleiche machst du für Teampartner. Ja, das heißt, du schaust dir an, wie viele Leute hast du insgesamt in der Struktur und was kommt an Umsatz jeden Monat über die Struktur herein, ja, beziehungsweise Provision über die Struktur herein und teilst es dann einfach und dann hast du auch einen Wert, ja, den du pro Teampartner, egal ob aktiv oder inaktiv, in deinem quasi verdienst, ja, pro Monat. Und dann nehmen wir jetzt auch einfach 10 Euro an. So, und jetzt scrolle ich das mal ein bisschen hoch und jetzt kannst du dir nämlich hieraus ableiten, was du tun musst, um den Break-Even zu erreichen. Nämlich im Fall 1, ja, also das ist dieser Fall hier, ja, hast du 6.000 Euro, ist also das Minimum, was du erreichen musst, geteilt durch die 150, dann kommst du laut Adam Riese auf 40 Neukunden pro Monat. Und im Fall Nummer 2 bräuchtest du dann ebenfalls die 6.000 geteilt durch die 10 Euro, wären es dann 600 Kunden insgesamt. Und im Fall der Teampartner bräuchtest du ebenfalls diese 6.000 durch 10, wären dann eben 600 Teampartner gesamt. So, und jetzt kannst du daraus für dich ein Ziel formulieren. Du kannst jetzt sagen, okay, ich gewinne im ersten Schritt erstmal jeden Monat 40 Neukunden und zwar so lange, bis ich im zweiten Step diese 600 Kunden insgesamt habe und im dritten Step ein Team von 600 Partnern habe. Und wenn du jetzt alle drei Monat für Monat durchziehst, dann hast du natürlich hier, bist du höchst profitabel, weil dann hast du hier 18.000 Euro, ja, du hast die 6.000 Euro monatliche Einnahmen durch deine eigenen Kunden, die du gewinnst, durch deinen eigenen Kundenstamm plus den Umsatz deiner Teampartner. Und wenn du dann sagst, okay, nee, ich habe das jetzt gemacht, ich habe diese 600 Kunden, dann hast du eben die 6.000. Und wenn du sagst, okay, ich baue jetzt noch ein Team dazu auf, hast du eben noch die 6.000 aus dem Team, dann wärst du halt bei 12.000. Ja? Und so kannst du das für dich quasi berechnen, was für dich letzten Endes das Entscheidende ist und worauf du dich fokussieren willst. Ja, und daraus kannst du dann ein Ziel machen, nicht aus der Hüfte geschossen, sondern du kannst ein Ziel machen, welches dann auch faktenbasiert ist. Okay, mehr will ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich hoffe, das Ganze hilft dir weiter. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Hinterlass mir gerne deine Gedanken zum Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du Bock hast auf eine Zusammenarbeit, ja, unterhalb des Videos findest du weitere Infos, wo du dich kostenlos informieren kannst. Erfährst du dann dort auch alles Weitere. Und natürlich den Link zum Blogartikel mache ich dir ebenfalls drunter, sodass du das Ganze in Ruhe auch nochmal für dich nachlesen kannst. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.